Freeriden. Skifahren und Snowboarden im freien Gelände zählt zu den am stärksten wachsenden Wintersportarten. Neue Ski und Snowboards machen den Einstieg in den frischen Pulverschnee leichter als je zuvor. Freeride Deluxe begleitet Europas Freeride-Elite auf einer spannenden Reise in die besten Powdergebiete der Alpen. Unser erster Trip bringt uns nach Damüls in Vorarlberg. Aline Bock gehört zu den erfolgreichsten Snowboarderinnen der Welt. 2010 hat sie sich den Titel auf der Freeride World Tour geholt. Ich selbst habe in Damüls Skifahren gelernt. Ich war 2 Jahre alt und meine Eltern waren damals auch hobbymäßig Skilehrer und haben uns natürlich dann jedes Wochenende mit den Schnee genommen. Take my advice and come along with me. I got the luck of the devil just recently. Everything I'm touching seems to turn out. Schon damals hat die kleine Aline ihre Ziele hochgesteckt. Bestes Spiel eigentlich beim Snowboarden gibt es Follow Me Game, das heißt einfach hinterher und alles machen, was wer vor einem fährt, irgendwie auch hinlegt auf die Piste oder abseits und das waren eben die Jungs, die mich immer mitgenommen hat oder auch mein Bruder. Ich bin da hinterher und zwar immer nur Vollgas. 30 Jahre später kommt Aline wieder nach Damüls zum Freeriden. Gemeinsam mit ihren Freunden, allesamt Freeride-Profis, genießt sie den ersten frischen Pulverschnee der Saison. Damüls ist so ein bisschen ein Geheimtipp in der Freeride-Szene. Damüls ist ein super kleiner, lieber Ort mit extrem viel Schnee. Und das macht es gerade für einen Freerider interessant, weil genau da hat man noch die Möglichkeiten, dass man unverspurte Hänge fahren kann. Ski in, Ski out, eigentlich ist ein eigenes Flair, also irgendwie nicht so diese großen Hotelbauten. Und die Unterkünfte sind auch nicht allzu teuer und die sind alle klein in der Pisten, also du nimmst deine Ski gestern in der Früh nach dem Frühstück aus, ziehst an und legst gleich los. Es gibt wirklich alles her und es hat steile Sachen, es hat weniger steile Sachen. There's like really big open spaces, so you don't really need to mind where you're going. Super gut, um Freeriden anzufangen, weil man eine gute Übersicht hat. Es gibt viele kurze Lines, die was leicht zugänglich sind. Man kann sicher auch einen Profi-Freerider nach der Müll schicken und der wird da einen Spaß haben. The amount of snow they have around is pretty amazing. Die haben immer brutal viel Schnee in der Müls. Bei Schneefall weichen die Fahrer am liebsten in den Wald aus. Man hat keine Touren, aber schlechter Sicht. Also das taugt man wirklich richtig gut. Das Einzige ist, man sollte die Natur natürlich auch respektieren. Man soll nicht in einen Jungwald reinfahren oder irgendwo in einer Wildschutzzone, wo eine Fütterung ist. Aufgrund seiner geografischen Lage ist Damüls ein richtiges Schneeloch. 2006 wurde es sogar zum schneereichsten Dorf der Welt prämiert. Es ist genau deswegen, weil eben diese feuchten Luftmassen von Nordwesten daherkommen und da treffen sie eben als erstes auf diese Gegenden, die eben am Alpennordrand liegen. Das ist zum Beispiel der Müls oder die Vorarlberger Seite des Arlbergs. Und dort werden die Luftmassen gezwungen zum Aufsteigen am Gebirge, dadurch kondensiert die Feuchtigkeit, es fängt eben an zu schneien und ein Großteil von der Feuchtigkeit ist da schon einmal weg.
besteht eigentlich, das ist das Faszinierende am Schnee, es gibt kein komplexeres Medium, weil Schnee besteht aus alle drei Aggregatzustände, die wir kennen. Also fest, das sind die Eiskristalle, flüssig ist Wasser und gasförmig die Luft oder der Wasserdampf, was da drin ist. Und je nachdem, wie diese Parameter jetzt zusammengemixt sind, hat er komplett andere Eigenschaften. Wissenschaftler konnten schon über 5000 unterschiedliche Formen von Schneekristallen beobachten. Der Innsbrucker Dr. Norbert Spahn hat den Zusammenhang zwischen Temperatur und Stammformen der Kristalle anhand seines Schneekristallthermometers übersichtlich dargestellt. Zwischen 0 und minus 3 Grad bilden sich dünne Plättchen und die klassischen Schneesterne. Unter minus 3 Grad wachsen dünne Nadeln und Prismen. Ab minus 10 bis minus 22 Grad formen sich wieder ästhetische Sterne, Plättchen und Sektorenscheiben. Unter minus 22 Grad schneit es aufgrund der geringen Luftfeuchtigkeit nur noch kleine Plättchen und Prismen. Der Lieblingsschnee ist der da. Das ist der Champagne Powder. Es ist ein ganzer trockener, luftiger Pulverschnee. So viel wie möglich und so locker wie möglich. Natürlich ist es super, wenn es ganz lockerer, ungebundener Powder ist, was so richtig staubt, aber lässt sich zum Fahren, speziell auf steilere oder auch längere Faces, einfach wenn sich der Neuschnee ein bisschen gesetzt hat, immer noch locker ist, wo man gut fahren kann, aber speziell auch zum Landen macht es durchaus Sinn, wenn man einfach wieder schön rauskommt. Ich mag den Pulver gar nicht so gern, wenn er zu locker ist. Ich mag eben gern, wenn er ein bisschen einen Rebound gibt. Dass man einfach aus den Schwüngen wirklich wieder ausgeschossen wird. If I'm skiing for myself, I like the compact powder because it's really fast and all your moves are really efficient. Ganz egal, ob Ski oder Snowboard, wer einmal seine Linie in den frischen Pulverschnee gezogen hat, wird das Gefühl nie mehr vergessen. Du weißt einfach, in dem Moment gibt es einfach nichts Geileres. Das ist einfach so die Vollkommenheit von allem. Da hast du irgendwie so das Gefühl von der Schwerelosigkeit. Man schwebt mehr oder weniger. Das Schwebegefühl beim Boarden erreichen wir deswegen, weil der Neuschnee einen sehr, sehr hohen Anteil an Luft hat. Dieser Luftpolster, der trägt uns wirklich, der Auftrieb ist umso größer, je größer die Schneehöhe ist und je kleiner die Luftdurchlässigkeit des Schnees ist. Diesen Luftpolster können wir verstärken, indem wir unter Umständen ein breiteres Board verwenden. Bei einem breiteren Board ist die Zeit einfach viel länger, die die Luft hat, um unter dem Board verdrängt zu werden, und mit einem höheren Anstellwinkel haben wir auch einen höheren Auftrieb. Durch Gewichtsverlagerung können wir den Anstellwinkel vergrößern, oder bei Rockerboards ist das Board an sich schon so geformt, dass der Anstellwinkel groß ist. Wichtig ist natürlich, dass wir mit einer genügend großen Geschwindigkeit unterwegs sind. Nur wenn die Kontaktzeit zwischen Board und Schnee kurz genug ist, haben wir den Auftrieb. Ansonsten ist die Luft schon verdrängt. Und es muss gelten, dass diese Kontaktzeit immer kleiner ist als die Zeit, die die Luft braucht, um unter dem Board zu verschwinden. Sonnenschein und Pulverschnee wecken bei uns Menschen positive Emotionen. Emotionen, die unsere Wahrnehmung allerdings täuschen können. Beim Freeriden ist die Gefahr nicht als drohende Gefahr erkennbar. Schneehang, auch wenn er steil ist, suggeriert für uns als Sportler nicht unbedingt Gefahr. Ganz anders ein Abgrund beim Klettern oder die Höhe beim Emporsteigen in einer steilen Felswand. Da spürt man ganz ursprünglich die Gefahr und das Risiko. Beim Schnee wirkt alles sehr harmlos, sehr vertraut und sehr Sicherheit einflößend. Und genau darin liegt auch dann die
ein Teil der Komplexität, dass wir einerseits die Gefahr nicht erkennen und gleichzeitig individuell von unserem Bauchgefühl her, von unserer Intuition her, kaum eine Gefahr erkennen. Raffinierte Strategien und viel Erfahrung sind notwendig, um das Risiko zu minimieren. Also wenn man sicher unterwegs sein will, ist Planung überhaupt das Wichtigste. Zu einer guten Planung gehört, ich hole mir natürlich den Lawinenlagebericht an, schaue, wie ist die derzeitige Situation, welche Gefahrenstufe haben wir, wo ist es besonders gefährlich, verbunden mit dem Wetterbericht, dass man so eine aktuelle Wetterinformation hat und dann natürlich Informationen über meine Route. Wenn ich noch nie war in einem Gebiet, dann bin ich total defensiv. Dann ist wirklich nur aufgefahren, auschecken. Losgehen muss es eigentlich darin, dass einmal das Eigenkönnen einfach hoch genug ist, dass der rausfahren kann, überhaupt. Das heißt, Informationen über das Gelände. Wie steil ist es? Wie steil sind die steilsten Bereiche, die ich da befahren will? Welche Hangexposition? Mit den Informationen plus dem aktuellen Wetter- und Lawinenlagebericht kann man dann schon sehr ganz ein gutes Bild vom Gebiet machen. Wobei ja, die endgültigen Entscheidungen, ob man jetzt einen Hang oder einen Berg fährt, dann wirklich immer erst vor Ort getroffen werden können. Mehr über Risikomanagement, das richtige Verhalten abseits der Piste und über die Geschichte des Freeridens erfahrt ihr in der nächsten Folge von Freeride Deluxe. Sie lassen sich jeden Tag schminken, um dann für die Innsbrucker Gastgärten gerüstet zu sein. Wie bereitet man sich auf die Saison vor? Bei mir fängt es im Sommer an, indem ich mir in die Sonne lege und Tequila trinke, Bier, schmiere mich mit Latschenkieferöl ein und im Winter gehe ein bisschen Skifahren. Mein Lieblingsschneeort ist natürlich Tiefschnee. Super, frisch gefallener Neuschnee. Also bei mir hat sich da gar nicht viel geändert. Ich fahre immer noch mit Holzski, Riemen, Bindung und Jagerstecken. Und dann zum Schluss kommt dann die entscheidende Frage. Wollten Sie von diesem Mann einen Lawinenlagebericht hören? Ich bin auch nicht im Bild, nichts ist im Bild, dann kann es schon losgehen.